Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Minecraft-Fakten. Und auch heute gibt es mal wieder 5 Sachen von euch, die ihr mir so gesendet habt. Und wenn ihr weitere Ideen habt für Minecraft-Fakten, dann schreibt mir das per Kommentar unter dieses Video. Und bewertet Dinge, die gut finden, mit einem Daumen nach oben. Und schaut doch mal nach dem Video auch mal in den Playlist nach. Dort gibt es über 180 andere Folgen von diesem Format hier. Wenn euch das hier so gefällt. Ich würde sagen, ohne was zu reden, würde ich sagen, geht's direkt los mit der heutigen Folge. Die ersten beiden Fakten sind von mir. Und zwar sind die mir in der Laufe der Woche so aufgefallen. Und zwar als erstes, der Toggle Don't Fall Befehl wird entfernt. Das heißt, ich kann Toggle Don't Fall. Ihr seht schon, es ist rot. Und Unknown Command, also der Toggle Don't Fall Command wird rausgenommen. Ich weiß nicht warum, jetzt muss man mal den Buzzer eingeben. Ein bisschen umständlich, weil ich habe es immer so einen Toggle-Down-Fall gemacht. Nicht mit doof, weil es war nützlich, weil man nur ganz kurz Regen brauchte. Einfach TO und dann Bam und dann hat man es wieder nicht mehr. Als zweiten Fakt ist mir auch aufgefallen, der folgende ist mit den Drowned-Zombies. Wenn ich einen Villager hier spawne, Drowned, dann läuft der Villager von dem Drowned weg, aber der Drowned. Der juckt den Bildschirm überhaupt nicht. Der kommt über den Eisenkohle unten ein. Ich war ja komplett noch zum Einsatz. Aber hier ein Villager. Der Villager läuft weg, aber Drowned, den juckt das überhaupt nicht, dass die Villager rumstehen, obwohl es eigentlich Zombies sind. Und die wird dafür nicht angegriffen. Und ist auf jeden Fall sehr interessant. Und doch einen auf den Tree geworfen. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Greifen nicht wirklich an. Auf jeden Fall sehr interessant. Weiter geht's. Die dritte Sache ist von Creeper Zombie Element Schärfner schreibt, wenn man mit einer gefärbten Jackbox auf Kessel klickt, wird die Box gewaschen. Finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Ich könnte mal zeigen, und zwar, wir kennen es ja, dass man zum Beispiel auch so Lederrüstungen färben kann, also gefärbt, ne? In so einem Kessel. Aber dass es mit den Schalkerboxen geht, das wusste ich nicht. Ich habe jetzt mal so eine gelbe Schalkerbox ausgesucht. Ich habe so einen Kessel und wenn ich jetzt auch mit dem Schalkerbox draufklicke, dann Video entfernt und jetzt nehmen wir uns mal die Schalkerbox. Die wird jetzt einfach normal gemacht. Wir können auch so eine schwarze zum Beispiel nehmen und die wird einfach hier umgewandelt in so eine normale Schalkerbox und das wusste ich eigentlich noch nicht. Und deswegen ist ein cooles Feature, dass es geht. Und jetzt fängt es zu regnen, das ist nicht gut und jetzt brauche ich mir den Double Down voll. Dann gibt es leider jetzt nicht mehr. Dann die nächste Sache ist von MCGamer777 und er schreibt, Schildkröten können Bolts droppen, wenn man sie mit einem Blitz grillt. Und das hat mich ein bisschen verblüfft. Ich muss mal so eine Turtle raus. So. Wir haben mal so einen Treant vorbereitet mit Channeling. Sonst brauche ich vielleicht doch wieder das Gewitter. Sonst geht das nicht mit den Blitzen. Schildkröte. Wenn ich mal auf die Feuer, dann die Chance, dass die eine Bowl droppt. Ich platziere mal so ein paar mehr. Duft, 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 duft. Schmeiß mal die Schildkröten drauf und mal vielleicht gucken, vielleicht spawnt. Ja, und da ist schon eine gespawnt. Eine Bowl. Und ich weiß nicht, wieso. Also, warum sollte da was spawnen? Ich meine, warum sollte eine Schildkröte eine Bowl droppen? Ich habe irgendwie keine Erklärung, tut mir leid. Aber sie tun es auf jeden Fall. Also, die Chance ist wahrscheinlich sehr klein. Aber sie existiert. Achtung. Jetzt geht's nicht mehr. Ich muss mal hochklicken. Ich geh mal da um und ja. Ist nicht so groß die Chance. Aber es funktioniert. Ich habe gerade gesehen. Ich habe eine Bowl bekommen. Und ja, ist interessant. Und die letzte Sache ist, wenn Minecraft Freckle Creeper schreibt. Auch Husks können ertrinken, sie verwandeln sich erst in normale, dann in Drowned-Zombies. Und da kommen jetzt hier die Wand zum Einsatz. Und zwar, ich möchte nicht, dass der Drowned hier die Dings angreift, ne? Das ist der Husk. Also, rein damit. Und jetzt mal gucken, vielleicht noch einen hier. Vorne, oder vorne, keine Ahnung. Aber wir ein bisschen abwarten. Hier fällt mir den Fakt als ersten Fakt schieben sollen. Was ist jetzt los? Ich schwimme. Schon. Also von mir aus kommt so ne. Kann man sonst noch etwas werden? Was machen? Sonst kann ich es zusammen. Na.
nicht wieder hoch, das ist schade. Geht nicht. Ah, ihr seht, er zittert auf jeden Fall schon. Das heißt, er wird sich gleich verwandeln. Noch ein Spawn, verdammt. Ich werde gleich sich verwandeln in so einem Zombie. Und dieser Zombie, der würde sich dann in einen Drone verwandeln, so wie was. Schon kann ich euch kennen. Also ich muss. Das ist ein Grund auf jeden Fall. Auf Peaceful. Aber ich glaube, das muss ich jetzt nicht zeigen. Wie sehr ich der Zombie jetzt in einen Drone verwandelt, das kennen wir ja schon. Das ist ja so geplant. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass ein Husk sich erst in einen Zombie verwandelt und dann in einen Drone. Und das ist doch mal ein nettes Feature, so gesehen, ne? Also irgendwie finde ich es cool. Naja, darf ich sagen, was ist das gewesen von der heutigen Folge der Fakten? Sehr gefallen, und das ist eine Post hier unten klar. Haben wir vergessen. Tschüss.